Gewinn gehört natürlich zur Wirtschaft. Und es ist wichtig, dass Gewinn gemacht wird. Es stellt sich aber immer die Frage, wie Gewinn gemacht wird. Und hier setzt meines Erachtens die Ethik ein. Wachstum ist ebenso sehr wichtig für eine Wirtschaft. Es ist die Frage, wohin dieser Wachstum geht und was mit dem Wachstum bewirkt werden soll. Hier stellen sich also die Fragen nach den Zusammenhängen. Und ich glaube, diese Zusammenhänge wahrzunehmen, ist gerade in der heutigen Wirtschaft sehr wichtig. Es wird heute sehr oft von Krise gesprochen, es muss alles in der Krise sein. Es ist gut so, dass es diese Krise gibt. Krise kommt nämlich vom griechischen Wort krinein, das heißt scheiden und unterscheiden. Und ich glaube, hier setzt auch die Aufgabe ein. Wir müssen unterscheiden, was denn für die Zukunft, was für die Umwelt, was für die Menschen richtig ist. Hier, glaube ich, stellen sich sehr viele Entscheidungsfragen. Krise ist also eine Herausforderung, dass wir hier entsprechend Weichenstellungen vornehmen. Ethik wird mitunter dem Erfolg gegenübergestellt. Das glaube ich nicht. Es ist wichtig, dass auch mit Ethik Erfolg erzielt werden kann. Und das sieht man in vielen Fällen, wenn man zum Beispiel sehr vorsorglich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht, dann ist das ein Grund für den Erfolg. Wenn man auch die Umwelt mit einbezieht, so ist das ein Grund für den Erfolg. Es ist aber sehr problematisch, wenn Ethik, wenn das gute Verhalten und das richtige Verhalten dem anderen gegenüber nur des Erfolges willen hier an den Tag gelegt wird. Deswegen ist es meines Erachtens sehr wichtig, dass wir Erfolg mit ethischen Werten zu erreichen versuchen. Dann wird meines Erachtens hier kein Widerspruch sein, sondern es wird auch eine gegenseitige Förderung stattfinden.